Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, weil die letzte Glücksrad-Challenge so gut bei euch angekommen ist, mit den extremen Badeformen, ihr habt einfach über 65.000 Likes rausgehauen, gibt's heute den fetten Teil 2. Ich bin dieses Mal wirklich noch mehr gehypt, denn wir haben noch viel krassere Badeformen am Start und natürlich auch ein viel besseres Glücksrad. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und Leute, hinter uns sind alle Badeformen, die wir am Start haben, die werden wir jetzt alle auspacken. Was wären wir bloß ohne unsere schöne chinesische Pumpe? Und ich würde sagen, wir fangen direkt an hier. Ey, es sieht aus wie eine Ente oder wie so ein Schnabeltier. Es ist aber ein Paradiesvogel, beleidige ihn nicht. Es sieht aus wie ein Schnabeltier. Er ist sehr störrisch, sonst fliegt er weg. Und fertig ist der Paradiesvogel. Jawohl. Jetzt kann er, glaube ich, wirklich fliegen, der Paradiesvogel. Und... Yes. Leute, guckt mal, ein kleiner Baum vom Süßigkeitenplaneten. Ich habe ihn. Hier bin ich, ein Holzboot. Pass auf. Los. Und es riecht typisch nach Boot. Sogar mit Bändern. Wir sind die Indianer. Mit unserem Kajak und Chris sieht auf drei, wer bis richtig weit rein. Drei, zwei, eins. Die wollen doch jetzt nicht wirklich von mir, dass ich jedes von diesen Blättern einzeln aufpumpe. Das können die doch nicht ernst. Hier sind jetzt alle Ringe und die werden wir jetzt aufpumpen. Das hier sind einfach mit unsere größten Schwimmringe. Und Leute, was ist das für ein kleines Loch? Ich weiß gar nicht, wie ich da durchkommen soll. Vielleicht wird das dann noch größer, aber... Es wird sehr, sehr eng, wenn wir da durchspringen. Warte. Chrissi! Hi! Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Ob das ein Fehler war, ich weiß es auch nicht. Oh, es hat geklappt! Ich reite mit ihm in die Unendlichkeit! Wir müssen ihn in die Wildnis entlassen. Er muss frei sein! Das ist drin. Wir freuen uns. Jetzt. Unser Trampolinpool ist jetzt komplett voll und ich würde sagen, schaut euch mal an, wie heftig das auch von oben aussieht. Ihr habt gesehen, wie krass das einfach aussah und Leute, hier seht ihr die nächste krasse Sache, unser Glücksrad. Wir müssen immer zweimal drehen, der erste Dreher entscheidet, welche Badeform es wird, der zweite Dreher, wie wir dort reinspringen müssen und wer als erstes 5 Punkte holt, hat gewonnen. Wir haben immer einen Versuch und der Gewinner darf den Megaturm-Design. Und du hast doch vergessen, wir dürfen uns aussuchen, von welchem Trampolin wir reinspringen. Stimmt. Jetzt seht ihr die schnellste Art, sich einen Neoprenanzug anzuziehen. Bist du bereit? Ja. Dann 3, 2, 1. Was? Krass. Es hat geklappt. Junge. Leute, Schnick, Schnack, Schnuck, der Verlierer beginnt. Nee, der Gewinner fängt an, weil der Gewinner hat es ja besser, ne? Weil der Erste, der 5 Punkte hat. Okay. Schnick, 3, 2. Was? Okay, warte mal. Schnick, Schnack, Schnuck. Hä? Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Yes. Der allererste Spin des Tages, Leute. Mal gucken, was es wird. Was wird? Eine Badeplattform, oder? Ist es die Badeplattform? Ja, okay. Schon, ja. Und was muss ich darauf machen? Ein Salto. Ein Salto, aber das ist nicht einfach. Ich werde es mal probieren. 2, 1 und... Nein! Wer schafft es? Ich war ansatzweise. Oh nein, Leute. Oh nein. Oh, schade. Chris ist direkt dran. Das war natürlich sehr schade, aber ich glaube wirklich, dass es dieses Mal nicht einfach wird. Ich fange mal an. Oh, es ist ein Fragezeichen. Oh, du lass sie aussuchen. Freie Auswahl und mit was? Mit einem Salto, okay, das mache ich. Und was machst du? Überlegst du es dir? Oh, ich glaube, ich nehme einen Ring. Also einen Vorwärtssalto und einen Ring. Okay, das ist wahrscheinlich ein sicherer Gewinn. 2, 1, oh Gott, bitte. Jawohl! Ey, der war richtig clean. Ja, sauber. Das heißt, Chrissy, er steht 1-0. Chrissy und das Glücksrad sind anscheinend sehr gut miteinander. Ich weiß nicht, was ich da verdächtigen könnte, aber du darfst für mich mal drehen. Oh. Ja. Das ist eine Falle. Ich mach's mit links, okay. Fragezeichen, na. Du hast Zauberhände. Und was muss ich machen? Köpfe. Okay. 3, 2, 1 und... Wuhu! Beim Körper muss man immer aufpassen, dass man nicht zu
zu tief springt, aber wenn man unten so ein bisschen so sich abflacht, dann geht das voll klar. Es steht jetzt übrigens 1:1 und Chris ist dran mit seiner zweiten Runde. Das Glücksrad und ich sind ja so. Also. Das ist aber die Rolle. Okay. Das ist die Rolle. Ja gut, jetzt bloß nicht schwieriges Glücksrad. Okay, eine halbe Schraube und die Rolle, Junge. Mir ist gerade eingefallen, das muss ja alles First Try sein. Egal, das schaffe ich. Leicht zu viel, aber es ging eigentlich. Ja, aber es ist kein Punkt. Ja, ich weiß. Voll so zwischen die Beine, ey. Jetzt mache ich mal den Power Spin. Mal schauen, was es wird. Oh, der war gut, der war gut. Und es ist eine Badeplattform. Ich darf wieder eine Badeplattform aufsuchen, aber ob das so gut ist, weil das ist echt nicht einfach. Köpfer. Ja, Köpfer. Aber Leute, wir haben gesagt, beim Köpfer bei der Badeplattform kannst du so eine Sprungrolle machen. Ja, ich weiß. Und musst dann drauf bleiben und das probiere ich. Also, das war jetzt nicht so die beste Sprungrolle, aber ich bin drauf geblieben. Ich bin so. Oh. Chris ist wieder dran, aber ich würde sagen, darf ich mal für dich den Spin machen? Ja, okay. Du musst mir mal vertrauen, das wird nämlich ein super Spin. 3, 2, 1. Jo. Boah, was ein Spin! Es ist. Der Paradiesvogel! Oh, der Paradiesvogel! Okay, ich hoffe, ich bekomme den Köpfen. Nein, Spaß. Mach einen Powerspin. Das war doch kein Powerspin. Kerze, okay, aber das ist echt einfach. Du musst stehen bleiben auf dem Paradiesvogel. Nein, eine Kerze, ich darf ihn draufsetzen. Das ist doch zum Hinsetzen. Nein, der Paradiesvogel ist so, um so drauf zu stehen. Das ist doch keine Badeplattform. Doch, Mann. Also wie eine Badeplattform. 2, 1 und. Ich hoffe, dass ich jetzt noch mehr in Führung gehe. Ein 3:1 wäre sehr, sehr nice, aber. Das Kamel, das okay. Das Kamel, das hatten wir noch gar nicht, oder? Okay. Nee, wir hatten es noch nicht, okay. Und mit was? Ein Köpfe. Hä, das geht ja nicht. Doch klar, eine Sprungrolle. Los, jetzt Sprungrolle aufs Kamel, das ist so gewollt. Ja, okay, ich probier's. Mehr Anlauf, Mann. Oh, ist das. Nein. Ich hätte einfach gerade auslaufen müssen und nicht einfach Quatsch machen, weil dadurch habe ich jetzt einen wirklich kostbaren Punkt verloren. Ja. Hatte nicht genug Schwung, aber zieh durch. Dein Power Versuch. Spin. Boah, sieht so cool aus, wenn es so bunt ist. Und es ist die Palme. Oh Gott. Okay. Okay, und mit was? Mit einer 360. Zieh durch. 2, 1 und Sprung 360 Grad. Gut angepeilt, aber eine Palme, damit kann man echt nichts machen. Aber ey, hier, ist, dein Trostpreis. Das ist so, als hätte ich hier raufspringen müssen. Nächster Versuch hier rauf. Also wer das schafft, das ist übelst heftig. Oh, ein Fragezeichen. Und halbe Schraube, bitte. Ein Fragezeichen, Doppelfragezeichen. Salto. Nein, das hat Doppelfragezeichen. Der okay, hat bei Doppelfragezeichen. Okay, Doppelfragezeichen. Okay, ich denke mir aber was Schwieriges aus. Ich habe mir Folgendes überlegt, und zwar einen doppelten Vorwärtssalto auf das Kamel rauf. Ich muss es nochmal angreifen, weil wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Zählt das? Zählt das, Freunde? Ich würde sagen, das zählt. Ich bin auf dem Höcker, aber hier muss ich rein. Und es ist, was ist es? Was ist es? Sag es mir, bitte. Es ist das Kamel. Mit was? Mit Fragezeichen. Ja, wie okay. Du möchtest, das ist ja fast wie ein Geschenk. Das ist easy. 1 und oh Gott. Oh. 1, 2, 3. Das gilt. Das war 3 Sekunden. Das, wo gilt das denn bitte schön? Wenn du mit der Hälfte von den Beinen im Wasser bist und dich nur so gerade ein bisschen dran hältst. Du ja, musst eigentlich zwischen die Höcke. Ach, hä? Ich dachte. Ich hab dich extra gefragt, ob ich auch halte. Ja, aber du musst mindestens mit 50% des Körpers raus. Ja, das war ich. Okay, dann nochmal, jetzt kenne ich die Regeln. Na gut, ich gebe Chrissy noch einen zweiten Versuch. Jetzt kenne ich die Regeln des Kamels. Und ganz einfach. Das sind mehr als 50% und länger als 3 Sekunden. Okay, 2:3. Es wird eine knappe Runde, aber ich möchte einfach mal dieses Boot ziehen, weil das ist mega nice. Und es ist ein Fragezeichen. Da weiß ich ja, was ich mir aussuche. Denn jetzt nehme ich mir das Boot. Aber womit muss ich auf das Boot springen? Mit Auffragezeichen. Oh. Okay.
Ich würde sagen, ich probiere eine halbe Schraube darauf zu machen. Oh Mann! Jetzt steht es einfach 4-3, aber trotzdem noch gefährlich für Chrissy, weil wenn ich noch einen Punkt mehr habe, habe ich das Game gewonnen. Ja. Und eine Badeplattform! Das ist krass. Trommelwirbel. Eine 360 Grad Drehung. Nein, erstmal die Rolle. Nein, ich habe doch eben Badeplattform gedreht. Eins. Und Chrissy? Ja, let's go. Nein! Das war auf jeden Fall sehr knapp, was Winnie probiert hat. Und jetzt kommt meine nächste Chance. Mal gucken, mit welcher Plattform oder mit dem Fragezeichen. Oh nein. Okay, und mit welchem Trick? Oh. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. 360 Grad. Oh Gott. Was nimmst du? Ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme das Kamel und da mache ich dann eine 360 Grad Drehung drauf. Das ist auf jeden Fall möglich und ich hoffe, ich schaff's. Aber der Versuch war nicht schlecht. Ich glaube, ich mache nochmal den Power Spin von Chrissy, obwohl ich ihn eigentlich erfunden habe, aber egal. Jetzt mache ich den Super Power Spin. Boah, der war sehr, sehr krass. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde wir wieder. Wir nehmen aber das, was als erstes saß, ne? Der so, wo er am ersten so okay, bleibt. Okay, okay, warte. Krake. Es ist die Krake. Und was soll sie drauf machen? Und jetzt wieder das, was als erstes. Ne? Als was ich will, Leute, ich darf was ich will darauf machen. Ich werde vom Minitram springen und eine Kerze dort reinmachen. Die ist zwar ganz schön weit weg, aber eigentlich soll ich es schaffen. Wuhu! Yeah! Der Sprung war wirklich weit mitten in der Luft, dachte ich, was? Das wird ganz schön knapp, aber es hat funktioniert. Und der fünfte Punkt geht an dich. Yes! Ich habe den Superturm jetzt fertig designt. Schaut euch an, wie das einfach aussieht. Ganz oben das Kamel. Ich probiere mal ein Salto drauf. Eins, zwei. Oh Gott, oh Gott. Alles gut? Ja, alles super. Okay. Das war der Megaturm. Der Megaturm mit der Pizza. Leute, wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es nicht gemacht habt. Schaut euch nochmal dieses heftige Kamel an. Was ist das für ein nicer Hut? Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.